Letztes Jahr der Durchbruch beim FC Thun. Jetzt geht der Erfolgspfad so weiter mit IB. Es ist wie ein Märchen im Moment. Ja, es ist wirklich wie ein Märchen. Es macht extrem Spass. Ich bin auch froh, dass ich wirklich nahtlos anknüpfen konnte von Thun zu IB den Wechsel. Ja, es funktioniert gerade alles super und ich hoffe, ich kann so weitermachen. Ja, und jetzt kommt das Derby. Die Ausgangslage kann klar nicht sein. IB erst, Thun letzt. Tut das so ein bisschen weh, wenn man den FC Thun auf dem letzten Rang sieht? Ja, ich hoffe, dass sie dann am Wochenende im Göpp gehen können und dann nächste Woche in der Meisterschaft. Aber jetzt am Mittwoch werden wir ihnen da nichts schenken. Wie ist der Kontakt mit dem FC Thun? Nach wie vor starke Bindungen, Teilspieler? Ja, mit dem Grossteil der Spieler habe ich schon immer noch Kontakt. Es sind gute Freunde geworden, habe etwa die gegessen. Aber jetzt habe ich mich auch gut in die neue Mannschaft integriert und versuche auch da wieder eigentlich Freunde zu finden. Die mussten anderes Brot beißen, nämlich härteres. Lange hat es nicht danach ausgesehen. Also hat er irgendwie einen Typ, also einen Spieler, der fast verzweifelt und es irgendwie nicht schafft. Was kann man machen, dass man plötzlich in der Super League spielt oder sogar bei IB? Ja, eben, das Erfolgsrezept habe ich in dem Sinne nicht. Aber ich habe immer daran geglaubt, auch wenn alle rundherum gesagt haben, ja, es lange nicht. Ja, musst halt auf dich selber hören. Das war nicht der Grund, dass du nebenzusuchen noch ein Modeunternehmen so ein bisschen ins Leben eingerufen hast. Also es war einfach ein Hobby. Das war mit einem Kollegen ein Hobby und dann haben wir gesagt, komm, machen wir mal etwas. Ja, ist jetzt etwas Kleines, das nebenbei dann jetzt anfängt zu laufen, wo mir Spass macht. Und dann würde auch die IB-Mitspieler so ein bisschen instruieren, wie sie modisch so umgehen, wie zum Beispiel der Kevin Mbabu oder nicht so? Ja, bis jetzt noch nicht so, aber ich würde mich dann freuen, wenn der eine oder andere sicher Kleider anlegen und ein bisschen Werbung dafür macht. Aber ich gebe jetzt da den anderen nicht irgendwelche Tipps, die sollen sich so anlegen, wie sie wollen.